Es war am 6. Juni 1977, dass in Südtirol zum ersten Mal Zweisprachigkeitsprüfungen stattgefunden haben. Nach 40 Jahren kann eine Bilanz gezogen werden über die Anstrengungen, die gemacht worden sind, um die Kenntnisse der ersten, zweiten und dritten Sprache zu fördern. Aber es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung bleibt ein wesentliches Element für eine der wichtigsten Säulen der Südtiroler Autonomie, nämlich das Recht, im Verkehr mit den öffentlichen Ämtern in der eigenen Muttersprache dann auch kommunizieren zu können. Das wird auch in Zukunft so sein. Wir haben inzwischen es erreicht, dass die Zertifizierungen, die hier erteilt werden, auch dem europäischen Referenzrahmen entsprechen. Das heißt, sie werden auch auf europäischer Ebene anerkannt von öffentlichen Einrichtungen und Instituten. Wir wollen jetzt noch weiter fortschreiten mit der Digitalisierung des Verfahrens selbst. Das heißt, von der Anmeldung bis zur Erteilung des Zertifikats kann das alles auch digital abgewickelt werden. Das erleichtert den Zugang für die Bürgerinnen und Bürger nochmals. Die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Zweisprachigkeitsprüfungen erfolgen an einem der vier Tage der offenen Tür, welche die Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen veranstaltet. Bei der Informationsveranstaltung Kompakt Info können Interessierte alles über die Prüfungen erfahren und sie auch simulieren. Die Zweisprachigkeitsprüfung besteht aus vier Teilen, ein Hörverständnistest, ein Leseverständnistest, eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. Und durch diesen zusätzlichen Aufbau entspricht unsere Zweisprachigkeitsprüfung den Sprachzertifikaten. Und nicht nur daher ist es sehr wichtig, also es ist wichtig, dass die Kandidaten die Prüfung bestehen, wenn für all diejenigen, die einen Arbeitsplatz in der öffentlichen Verwaltung anstreben, aber natürlich durch die europäische internationale Gültigkeit unserer einzelnen Niveaus besteht auch ein großes Interesse der Kandidaten, die Prüfung zu bestehen, unabhängig von der Arbeitsstelle in der öffentlichen Verwaltung. Auch die höchsten Vertreter der öffentlichen Einrichtungen haben an der Feier teilgenommen und Regierungskommissar Vito Cusumano hat die Bedeutung dieser Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen hervorgehoben. Es gehe dabei nicht einfach um die Kenntnis einer zweiten oder dritten Sprache, sondern auch um ein gegenseitiges Kennenlernen der Kulturen im Land. Wer die Zweisprachigkeitsprüfung schon hinter sich gebracht hat, vergisst nicht so leicht die Aufregung, die damals herrschte. Unter den Absolventen gibt es natürlich auch bekannte Persönlichkeiten. Ich kann mich erinnern, ich habe von der Schmierschrift auf die Schönschrift vergessen, einen Satz zu überschreiben. Und deswegen habe ich halt die Prüfung zweimal machen. Meine eigene Zweisprachigkeitsprüfung für den Nachweis A habe ich im Jahr 91 abgelegt, wenn ich mich recht erinnere. Und ich hatte da einen Augenblick des Zögerns, denn der Titel des deutschen Textes, den ich ins Italienische übersetzen musste, lautete Alkohol am Steuer. Die Frage für mich als angehenden Juristen war, übersetze ich das jetzt technisch und juristisch korrekt mit Guida in Stato di Ebbrezza, es gibt einen Artikel in der Straßenverkehrsordnung, der so lautet, oder doch einfach nur wörtlich mit Alkohol al Volante. Ich habe mich letztlich für die wörtliche Übersetzung entschieden. Die Prüfung war eine große Herausforderung. Es lastete viele Erwartungen auf diesen Prüfungen. Sie sollten ja das Recht auf den Gebrauch der Muttersprache sicherstellen. Die Wirklichkeit dann war dann ernüchternd. Man musste Übersetzungen machen, die sehr formell waren. Es gab wenig Kriterien, wenig Bewertungskriterien. Ein bisschen Orientierungslosigkeit, Furcht vor diesen Prüfungen. Und nicht umsonst hat man auf beiden Seiten gesagt, il patentino. Bevor man ihn hatte, mit sehr viel Abneigung. Wenn man ihn in der Tasche hatte, war man doch froh. Alle weiteren Informationen zur Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung kann man auf der Homepage der Dienststelle des Landes finden.